Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Hallo zusammen. Ich habe heute das Vergnügen, zusammen mit euch die Xbox One auszupacken. Ich hatte das große Glück, dass der Postbote schon heute Morgen kam und meine Day One Edition geliefert hat. Ja, ich würde sagen, die Konsolenwelt hat lange genug gewartet. 8 Jahre ist es her, seitdem die letzte Xbox erschienen ist. Und deswegen würde ich jetzt gleich mal damit anfangen, das schöne Ding hier auszupacken. Ich habe auch hier schon das perfekte Werkzeug, um das Ganze hier richtig auszupacken. Naja, interessant. Ich glaube, man muss das erstmal hier abnehmen. Ah ja. Genau. Packen wir das mal zur Seite. So. Da kommen wir der ganzen Sache schon etwas näher. Versucht das mal hier zu drehen, damit ihr das besser sehen könnt. Ja, ich habe meine Xbox schon im Juni bestellt, weil ich auch sicher gehen wollte, dass ich wirklich die Day One Edition bekomme. Und genau, das ist auch der Download-Code für FIFA. Nicht sonderlich interessant. Mich interessiert das Spiel auch nicht wirklich, aber naja. Hier haben wir Sticker. Verschiedenste Manuals, braucht eh kein Mensch. Hier wird es schon ein bisschen spannender. Hier verbirgt sich nämlich die neue Kinect. Schauen wir mal, wie wir die herauskriegen. Ich packe das einfach alles zur Seite. Genau, hier ist der neue Kinect-Sensor. Ist ja deutlich technisch ausgefeilter, als es noch bei der ersten Kinect der Fall war. Ist jetzt eine 1080p-Kamera und kann somit viel mehr Details aufnehmen. Ich versuche das mal hier runterzunehmen, damit man das auch wirklich vernünftig sehen kann. Genau. Ist typisch im Xbox One Design. Schön flach und kantig. Sehr edel, wie ich finde. Dann legen wir mal das hier am besten zur Seite. So viel zum Kinect-Sensor. Genau, hier das Headset. Nachdem es ja am Anfang hieß, das Headset wird nicht der Konsole beiliegen, hat sich Microsoft zum Glück umentschieden und legt nun jeder Xbox ein Mono-Headset bei. Wobei man auch über Kinect chatten kann. Und das werde ich auch nochmal testen, bestimmt. Ah ja, jetzt wird es spannend, der neue Controller. Ich hatte schon das Vergnügen, auf der Gamescom den neuen Controller zu testen und ich muss sagen, er liegt wirklich hervorragend in der Hand. Und das wichtigste neue Feature sind natürlich die Impulse-Triggers, die auch Vibrationen abgeben können. Und kleine Spezialität, ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennen kann, da ich die Day One Edition bestellt habe, habe ich hier eine schöne Imprägnierung drauf, die Day One. Ja, klasse, das ist wirklich ein hervorragender Controller. Es sind auch schön so blöd Batterien dabei, das heißt, ich kann gleich loslegen. Ja, es befindet sich noch drin hier der Stromanschluss. Ich denke, das ist ein HDMI-Kabel. Hier leider nicht so toll. Auch die neue Xbox hat wieder ein relativ großes Netzteil. Wie auch schon die Vorgängerkonsole. Also ja, ich werde versuchen, dieses Netzteil hier hinter meinem Fernseher so gut wie möglich zu verstecken. Ist leider ein Unding, aber scheinbar scheint es ohne Netzteil nicht zu gehen. Ja, wir nähern uns langsam der Konsole.
Jetzt wird es richtig spannend. So, versuchen wir das Ganze hier rauszuheben. Ganz einfach. Das ist fest verstaut hier. Auch die Konsole konnte ich schon auf der Gamescom live sehen, von daher weiß ich schon in etwa, was mich erwartet. Und ja, man hat ja auch schon diverse Bilder im Netz gesehen, also es ist jetzt keine allzu große Überraschung mehr. Aber es ist immer doch was anderes, eine Konsole live zu sehen, wie nur auf Bildern. So, hier noch den Gläser entfernen. Ich sag mal, Messer oder Schere habe ich gar nicht mehr gebraucht. Ist alles relativ leicht herauszuholen. Okay. Spannung steigt. So, der Vorhang wird enthüllt. Und das ist sie. Die Xbox One ist doch relativ schwer, ich würde sagen etwa so schwer wie die alte 360. Hier auf der linken Seite befindet sich das neue Blu-ray-Laufwerk. Hier haben wir den Anschaltknopf, der auch schön leuchtet, wenn man die Konsole einschaltet. Hier auf der Seite befindet sich der Button, den man drücken kann, um alle Controller mit der Konsole zu verbinden. Mal vielleicht einen Blick von oben. Also man sieht hier alles sehr kantig, schlicht und edel. Ich muss aber sagen, mir gefällt das Design sehr gut. Hier auf der Seite haben wir noch einen USB 3.0 Port. Auf der Rückseite der LAN-Anschluss. Das ist ein Anschluss, glaube ich, für Kabel- und Setup-Boxen. Das ist der Kinect-Anschluss, nochmal zwei USB-Ports. HDMI-In, wenn man seinen Kabel-Receiver mit der Xbox verbinden will und das quasi als Media-Center nutzen will. Das ist für Dolby Surround Sound, das ist HDMI Out vom Fernseher und hier ganz klassisch der Stromanschluss. Also, ja, das ist das Prachtstück und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Glück wie ich und habt gleich am ersten Tag eure Xbox erhalten. Falls ihr noch vorhabt, bis Weihnachten eine zu kaufen, Microsoft hat ja gesagt, dass es immer wieder Lieferungen geben wird. Deswegen denke ich, kann jeder, der eine Xbox will, wird auch die Chance haben, noch eine bis Weihnachten zu bekommen. Ja, ich hoffe, dieses kleine Unboxing-Video der Konsole hat euch gefallen. Und ja, ich werde jetzt alles an den Fernseher anschließen und loslegen mit Zocken. Macht's gut, ciao.